Moin Leute, sehen wir uns jetzt auch mal wieder in den Stories. Heute ein bisschen länger gebraucht, was Stories betraf. Irgendwie wir waren heute schön früh wach, aber danach war ich wieder komplett am Arsch, hab versucht zu schlafen, hat alles nicht funktioniert. Bin heute gar nicht so aus dem Knick gekommen gefühlt. Vlog wird heute hochgeladen auf den Uwe-Vlog. Und hier habe ich auch noch ein bisschen Chaos zu beseitigen. Das aber ein anderes Mal. Heute ist Montag, heute will ich immer, also Montag ist immer so mein Friseur, Solarium. Dann ins Büro, Gym, trainieren Tag. May ist endlich wieder zu Hause bei uns, Leute. Das ist halt auch so energiegesaugt, ne? So richtig so dieses, so Nervkacke ist das einfach. Aber jetzt ist alles wieder gut. Aber die Abstriche vom Hals oder aus dem Rachen sind immer noch nicht fertig. Die sind höchstwahrscheinlich morgen früh erst da. Und dann weiß man, wie man was irgendwie in Zukunft machen muss. Oder wenn es das noch... Das Ding ist auch... Wir hatten gar keinen richtigen Sonntag oder so Samstag. So. Heute war für mich so, Montag war so der Sonntag. Wir haben heute zusammen gefrühstückt dann so. Und dann dachte ich so, nee, heute ist ja schon Montag. Ah, fuck, scheiße. Komisch. Ich zünde mir jetzt gerade einen sehr leckeren, starken, gehäuften One-Scoop-Booster. Und die Frage der Frage ist, Stefan, bei uns ist so viel ausverkauft. Mhm. Wann geht's wieder los? Wann kommt wieder was? Du hast mir ja eben, haben wir grob darüber geredet. Jetzt müssen wir also mal hier meine User, meine Zuschauer müssen das auch mal erfahren. Kannst du auch gerne mal ins Bild kommen, Stefan? Ja, sehr gerne. Dann? Ja, ja. Also wie gesagt, ihr habt unseren kompletten Shop ausverkauft. Alles auch, also das sehr ist viel. Brutal, echt jetzt. Und wir haben Schwierigkeiten, einige Rohstoffe zu besorgen. Ich habe mit dem Produzenten gesprochen, wir kriegen dieses Wochenende einen Restock mit den Clear Isolates. Ja, das ist schon mal sehr gut. Dann eine Woche darauf kommen dann die Topseller mit Erdnussriegel, Kokosriegel und Waffelschnitte wieder. Aha, also auch Whey-Protein? Auch Whey-Protein, 1 Kilo Variante. Und Ende März kommen wirklich alle Vision Whey Geschmäcker wieder. Den Violence Booster. Oh, der Booster, Leute. Kreatin, also ein mega big Restock. Kommt bald wieder. Alles wieder am Start, Leute. Also macht euch keine Gedanken, wir denken an euch. Mein Booster an der Foods Best Abteilung und für euch. Mhm. Ist ein neues Video online gegangen. Neuer Vlog, Leute. Kanal Uwe ist auch am Start. Lehnt euch zurück und viel Spaß. So, in Zukunft werde ich mal auf die obere Brust, ja, wo man das Licht hier konzentriert, weil das, seht ihr das, so Schultern, bla, aber obere Brust da oben, da muss noch viel mehr rein. Ansonsten, ja, merk einfach so, das ist so eine richtige Kampfsportbrust. Oben ist zu wenig Fleisch. Hier, so seht ihr das gar nichts. Nichts. Ja. Ändern wir, Leute. Deswegen habe ich jetzt gerade Schrägbank an der Multipresse gemacht. Aber muss ich sagen, mache ich nicht mehr so, sondern ich war nur faul zum Aufbauen. Werde ich das jetzt in Zukunft hier nicht bei der Multipresse machen, sondern ganz normal Langhantel. Fällt mir viel, viel besser. Und als zweite Übung haben wir den Kurzhantel hier auch wieder schräg. Alles schräg. Und danach geht es ans Kabel für die obere Brust. Nur noch obere Brust.